Leute, die gegen die Regeln verstoßen, werden erschossen. Tommys Regel Nummer 1. Kein Kampf außerhalb des Käfigs. Tommys Regel Nummer 3. Kein Flehen, kein... Leute, was war das denn nochmal? Peinlich. Wenn du es weißt, schreib es mir bitte in die Kommentare. Und Tommys Regel Nummer 2. No Caps, No Entry. Und damit... Herzlich willkommen nach dem Ladebildschirm und wir sind in der Konversation bzw. davor. Ich habe mir erlaubt, nach dem Ladebildschirm einmal kurz nach Sanctuary zu reisen und ein kleines bisschen aufzuräumen und dann bin ich wieder zurückgereist und dachte, ja komm, gehst du mal direkt dahin. So, das haben wir schon. Das haben wir auch schon. Das haben wir auch schon. Das haben wir auch schon. Und du weißt, vor dem Ladebildschirm ist nach dem Ladebildschirm und natürlich auch umgekehrt. Und deshalb gehen wir jetzt ins Combat-Zone und gucken wir mal, was da so passiert. Was für eine Verschwendung. Irgendwas sagt mir, dass wir hier auch ein bisschen Munition brauchen. Also das Sniper-Gewehr hier drin wahrscheinlich nicht. 58 Schuss für die Kampfflinte haben wir mittlerweile wieder. Und ich gehe mal kurz auf die 10 mm. Und die 38er. So. Rule Breakers. Oh, guck mal. Na, ihr? Gar keine so große Klappe, was? Du bist ziemlich gut darin, sie zu knacken, aber ich kann das auch. Wenn wir genug Klammern haben, versteht sie natürlich. Ja, geht schon wieder gut los hier, ne? Dann schauen wir nochmal, was wir hier so haben. Wir können festhalten, scharfer ist es nicht. So. Wie viele Versuche am Ende denn übrig bleiben? Können wir mal Windows versuchen, einfach so. Nulltreffer. Ja, weil das wird drüber gesprochen haben, dass Windows Nulltreffer hat. So, da ist noch was. Wirklich viele Klammern diesmal hier drin. Da ist nichts. Und da haben wir nochmal eine. So, das letzte, was übrig geblieben ist, wäre dann. Praise oder Focus? Ne, haben wir durch. Also, das ist Praise. Gut, alles klar. Sicherheitstür öffnen. Durch, bin drin. Gott. Ebenbunge, ich schwöre dir, wenn ich nicht gefesselt wäre. Was dann? Was? Du bist hier, um dir Freunde zu machen? Dann rein mit dir, keine Frage. Das ist das Netteste, was ein Raider je gesagt hat. Dass man kein Besuch aus der Vergangenheit ist. Na? Hey. Geh jemand anderen auf den Sack. Mach ich. Nachdem ich diesen Safe aufgemacht habe. Geschafft. Plündern wir doch mal hier was zu plündern. Das ist eine Radkappe, ganz normal. Und da kommen wir auch nicht rein. Also, hier sind auch mal die drei Regeln von Tommy. Das wir jetzt auch mal klargestellt haben. Und das ist das Combat Zone. Anscheinend ein altes Theater. Oder hübsch, ne? Zerleg den Mistkerl! Was zum Teufel war das? Leute! Jetzt geht es zu mir, Fläschchen! Ich dachte, es ist einmal. Nein. Warum auch? War sowieso hässlich. So. Was
dachtest du denn, dass das läuft? Oh, muss nachladen, Entschuldigung. Wenn man vom Teufel spricht. Hey, ich muss ihn ausmachen. Komm alle zu mir. Sinnlos brutal, dieses Spiel, man weiß. Und unläufiges Rotfilter könnte mir auch gefallen. Sag mal kurz, das ist der Fall. Warte mal, sag mal kurz, das ist der Fall. Nee. Meinst du, das war schon mit denen? Wir wollen keinen Ärger! Zumindest nicht noch. Schau doch einfach mal nach oben, verdammter Feigling. Zum Teufel damit. Ich bin zu schön, um so den Löffel abzugeben. Ich wollte das nicht. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen gucken. Also, sollen wir das wie zivilisierte Leute klären? Oder willst du mir mein Theater noch ein bisschen zertrümmern? Ich wollte eigentlich mich nur da hinsetzen und gucken, aber okay. Bist du jetzt fertig damit, hier alles zu zerlegen? Warum kommst du nicht hier rüber? Ist es vorbei? Naja, das hätte auch schlimmer ausgehen können. Und wer bist du? Weiß nicht. Von meiner Position aus sah mir das recht beeindruckend aus. Bist du verdammt nochmal high oder was? Warum frage ich das überhaupt? Natürlich bist du das. Ich war ja trotzdem am Gewinnen, oder? Du bist ausgelaugt und wirst langsam schluderig. Natürlich musst du dir darum jetzt keine Sorgen mehr machen. Offenbar hat der Spaßvogel hier uns gerade arbeitslos gemacht. Bin mir nicht sicher, ob ich dich küssen oder dir mein kleines Vögelchen hier auf den Hals hetzen soll. Ich hab dir doch gesagt, dass du mich nicht mehr so nennen sollst. Vielleicht sollte ich hier gar nicht sein. Habe ich das Leben gerettet? Nee, das haben wir definitiv nicht. Scheinbar in Schwierigkeiten, nicht mehr im Geschäft. Was ist das für ein Ort? Wir tun einfach mal ein bisschen naiv und schuldig. Was ist das für ein Ort? Bist nicht aus der Gegend, was? Das ist das Combat Zone. Die beste Arena im Commonwealth. Kate hier ist unsere Hauptattraktion. Mehr als 100 Kämpfe unbesiegt. Früher bedienten wir anständigere Kunden. Aber vor rund 2 Jahren kam eine Raiderbande an. Und wir wurden ein exklusiveres Etablissement. Zumindest bis du unseren gesamten Kundenstamm aus dem Genpool entfernt und uns arbeitslos gemacht hast. Ja, dann seid ihr wohl nicht mehr im Geschäft. Es kommt am nächsten hin, ne? Arbeitslos? Was meinst du damit? Du bist kein Unternehmer, was? Diese Idioten zu unterhalten war unsere einzige Einnahmequelle. Was zum Teufel sollen wir denn jetzt bitte tun? Zur Hölle mit denen! Da werden schon neue kommen. Braucht nur eine kurze Verschnaufpause, dann bin ich wieder bereit. Eine Verschnaufpause? Was? Damit du dir noch mehr Dreck in den Arm schießen kannst? Nein, nein. Weißt du was? Ich glaube, das war ein versteckter Segen. Du hast das Ende des Kampfes ja gesehen. Was hältst du von Kates Arbeit? Ich hab's eigentlich gar nicht gesehen. Warum? Ich habe Besseres gesehen. Vielleicht, um das mal ganz ein bisschen zu beschlichtigen. Sie hat zweifelsohne Talent. Siehst du? Gib doch noch Leute, die Qualität erkennen, wenn sie sie sehen. Es sind nicht deine Kampfqualitäten, um die ich mir Sorgen mache. Also, das ist mein Problem. Ich habe plötzlich keine Zuschauer mehr. Keine Zuschauer heißt keine Einnahmen. Und wenn du mir keine Kronkorken verdienst, Vögelchen, bist du kein Aktivposten.
dann bist du eine Belastung. Für mich und für dich selbst. Also, ich hätte mir Folgendes gedacht. Wie wäre es, wenn du ihren Vertrag übernimmst? Sie begleitet dich, passt auf dich auf. Schau, du würdest mir einen Gefallen tun, während ich hier alles wieder auf Vordermann bringe. Was meinst du? Ich? Und der? Ja, ganz ehrlich. Warum willst du, dass ihr mich begleitet? Ja, Tommy, warum zur Hölle willst du mich unbedingt loswerden? Hör her. Dieses Dreckszeug macht dich unvorsichtig. Und ich möchte es nicht kommentieren müssen, wenn du am Ende doch zu Boden gehst. Okay? Also tut mir einfach den Gefallen. Ihr beide. Bitte. Kein Interesse wäre natürlich jetzt gemein, aber... Mich würde interessieren, was Kate davon hält. Meine Meinung ist wohl gar nicht gefragt. Vertrag ist Vertrag. Ich frage dich doch gerade. Außerdem, willst du wirklich hierbleiben? Keine Zuschauer, keine Kronkorken, keine Gesprächspartner. Außer mir. Oh Gott, gutes Argument. Braves Mädchen. Also, sie ist dabei. Wie sieht es mit dir aus? Naja gut, wir haben jetzt Strong, wir haben jetzt MacReady, warum nicht? Klar, ich könnte jemanden brauchen, der auf mich aufpasst. Gut, dann ist das geklärt. Und hier, nimm das. Das sind die Einnahmen des letzten Kampfes. Bezahlung für den Kammerjäger. Jetzt mal langsam. Was genau willst du ohne mich hier anfangen? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich richte diesen Ort wieder her. Vielleicht für eine weniger blutige Kundschaft. Und jetzt verschwinde endlich von hier. Du hast hier nichts mehr verloren, Vögelchen. Du bist ein echter Drecksack, weißt du das, Tommy? Das musst du mir nicht erst sagen. Musst du wohl zu mir kommen, wenn du aufbrechen willst. So, Kate ist bereit, dich zu begleiten. Und Kate geht. Hi, Kate. Und? Bereit zum Aufbrechen? Hängt davon ab. Wie fühlst du dich? Ich weiß nicht. Ich fühle mich ziemlich nutzlos, hier rumzusitzen und Däumchen zu drehen. Also, bist du bereit, loszuziehen? Na klar. Bereit. Wird Zeit, dass ich von hier verschwinde. Gehen wir. Du ziehst mit Kate los, hm? Dir ist hoffentlich klar, worauf du dich da einlässt. Hey, Valentine. Du hast da was im Gesicht? Oh, das ist ja Haut. Das sollte sich lieber mal jemand ansehen. So. Du weißt, wie es läuft. Nick, sollen wir wieder aufbrechen? Yep. Gehen wir. Gut, gehen wir. Okay, Nicky. Pass da draußen auf dich auf. Keine Angst, Kate. Werde ich. Und dann geht nämlich jetzt die Kate nach Sanctuary Hills und findet da den Strong und findet da den MacReady und ganz nebenbei findet sie mittlerweile auch den Saufkumpan da. Guck mal an, der Saufkumpan ist mittlerweile auf der Brücke und selbst der ist schon in Sanctuary. Okay. Was? Ich frag gar nicht. So, und der Tommy ist jetzt weg oder was? Mach mal eben Licht an. Ja, linke Bühne, rechte Bühne. Okay, können wir hinter den Vorhang? Nicht so wirklich. Richtige Bühne, wer hätte das gedacht? Ja, geht wohl nicht anders. Also eigentlich wollte ich ja nur mal ein bisschen gucken, was hier so los ist, ne? Hey, schieß los! Nein. Okay, alles gut, gibt nichts. Suche nach ein paar Kronkorken. Hier sind aber in der Tat keine. Das sind hier wohl die Exklusivplätze. Und, oh, nett. Und wir haben eine neue Ausgabe von Picket Fences gefunden. Du kannst jetzt Topfpflanzen in Siedlungswerkstätten bauen. Nehmen wir. Also das ist die Bühne. Hier gibt es was zu trinken. Also eigentlich ganz nett gemacht. Da
oben waren wir noch nicht. Also mit ein paar Abstrichen finde ich das eigentlich ganz nett hier. Das ist anscheinend das Büro von Tommy. Das Vorkriegsgeld. Vielleicht kommen wir nochmal mit richtig. Tommy! Warum legt der sich jetzt einfach hin? Hier ist es jetzt so verdammt still. Kann mir fast selber beim Denken zuhören. Hi, Tommy. Dank dir werde ich bis ans Ende meiner Tage menschliche Überreste aus diesen Sitzpolstern pulen. Aber du hättest die Chance, hier ein bisschen aufzuräumen und ganz ehrlich, nicht böse gemeint, aber du solltest hier ein bisschen aufräumen. So, hier ist die Küche. Das sieht doch eigentlich alles so weiß ganz hübsch aus. Das lassen wir nehmen einfach so was machen, bis auf das schmutzige Wasser. Das nehmen wir mit. Und die Sugar Bombs. Und Mac and Cheese. Und das Insta-Curry. Und die Äpfel. Also wie gesagt, eigentlich ist das ganz hübsch hier. Gut, das macht keinen Sinn, weil da sieht man nichts. Oder ist das so eine Art Separé? Hm. Also eigentlich recht gemütlich hier. Kommen wir sehen. Ja. Vielleicht so eine Art Krankenstation. So, wie viele Stimpacks sind denn hier drin? Das ist cool, sie wegzupacken. Eins. Gut. Und ein P-Tablett. Ich frage gar nicht, weil dann auch ein paar Schlag kriegen. Auch ganz nett. Aber von hier ist die Sicht auch so. Geht so. So, und euch haben wir schon geplündert. Hier oben war ich noch nicht, glaube ich. Da waren wir schon. Oh. Die Technik in Nuka-Cola Cherry. Korken. Alles abgesperrt heute wieder. Was soll das denn? Nein, auch nicht. Vielleicht so. Ja. Ja. Mischpult. Können wir auch nichts machen. Auch ziemlich blöd. Man sieht ja auch nichts. Da geht's nicht weiter. Oben waren wir ja schon. Eigentlich auch ganz gute Plätze. Also hier hätte man wenigstens ein kleines Geländer bauen können, oder? Aber an für sich gute Plätze. Dann gehen wir nochmal hier hinten hin. Den haben wir schon geplündert. Und hier waren wir, glaube ich, auch schon. Jawohl. Jo. Das war das Konvention. Wir haben eine weitere Begleiterin, die wir gerade im Moment gar nicht wollten, aber gut, jetzt haben wir sie. Wisst ihr eigentlich, was da drin jetzt passiert ist? Hey. Das hier ist kein Ort für dich. Gut. Und die Radkappe, die lassen wir wirklich hier drin. Dann, was haben wir gesagt? Auf nach Diamond City, ne? Wir sind jetzt im Konvention. Wir haben gesagt, das nächste, was wir machen, ist Diamond City. Und in Diamond City überlegen wir uns dann wieder, wie es weitergeht. Vielleicht auch mal ganz langsam wieder ein bisschen der Hauptquest folgen. Jetzt haben wir ja schon einige Folgen wieder. Na, verklemmert will ich nicht sagen, aber wir sind ja doch immer so von Hölzgen auf Stöckchen. Und, ja. Auf nach Diamond City. Na, wenigstens ist es mal wieder hell und wir können uns ein bisschen im Boston umgucken. Der Weg nach Diamond City wäre aber Richtung Westen. Ah gut, dann gehen wir dahin. Was haben wir hier?
Nur eine Tür. Ehrlich gesagt warte ich auch drauf, dass Nick Valentine uns nochmal anspricht, denn auch er hat noch eine Questreihe für uns. So wie jeder Charakter seine eigene kleine Geschichte noch hat und seine eigene kleine Questreihe. So, Warren hat noch ein Theater. Was ist denn das Theaterviertel, was wir da gerade gefunden haben, was? So, frischer Kaffee. Was haben wir hier? Treasures of Jamaica Plain. Die Schätze von Jamaica Plain. Okay, die werden wir auch noch irgendwann mal entdecken wollen. Zu viel kann ich ja spoilern. Es gibt diesen Ort. Was haben wir? Rattengift? Solange du das Zeug trägst. Ich finde nach wie vor, das ist eine richtig coole Espresso-Maschine. Ne? Riesengroß und dann für so eine Tasse. Sehr hübsch. Captain Cosmos und nochmal ein Gilead Buttercup. Und okay, also das ist das Foyer des Theaters und dann müssen sich alle Menschenmassen. Aber sehr detailreich, ne? Hier wirst du empfangen, da kannst du dir was kaufen und dann führt man dich einfach hier runter. Gucken wir noch mal, was hier so ist. Erdgeschoss. Ich kann mich auch gerade gar nicht erinnern, dass ich jemals hier drin war, ehrlich gesagt. Schauen wir mal, was da kommt. Jetzt bin ich gespannt. Ist ein kleines Theater, ist nicht allzu groß. Jangles guckt und ein Soldat hat sich hier nochmal was angeschaut. Das muss ich mir gleich selber nochmal anschauen. Den habe ich nicht gesehen. Der stand da perfekt getarnt. Gerade habe ich mich noch gefragt, ob ich so einen nicht einfach mitnehmen könnte. Ich wäre sehr interessiert an diesen Figuren. Ich finde die toll. So, schmutzige Postbotenuniform können wir ja mal mitnehmen. Schwarze Weste und Hose können wir mitnehmen. Das Paillettenkleid, das würde Nick Valentine bestimmt gut stehen. Wobei, das könnte Kate vielleicht anziehen. Wir haben ja jetzt auch Mädels in unserer Gruppe. Mehr gab es hier gar nicht zu sehen. Gut, es gibt noch zwei Kronkorken. Und eine Kapitänsmuskel und eine Kochmütze. Haarklammern, die brauchen wir auch auf jeden Fall noch. Gut, dann schauen wir hier nochmal rein. Ja, schön war's. Was macht ein einzelner Synth in einem Theater? Die Frage muss erlaubt sein.
Der halbe Tag ist schon wieder vorbei und wir haben nichts geschafft. Wir haben ein paar Theater besucht, okay. Na? Nein. Und man lässt sich immer und immer ablenken. Das ist einfach so hier. So wie hier. Nein, da kann man aber nicht rein. So, irgendwer ist da oben. Wilson! Atomatoys Firmenhauptsitz. Aha. Das ist also dieses Gebäude. Und wir haben wieder ein paar Supermutanten. Na schön. Ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Ein Supermutant weniger. Da draußen ist was. Zwei Supermutanten. Und nein, zu Wilson gehen wir nicht in dieser Folge rein. Das machen wir dann vielleicht wieder in der nächsten. In der übernächsten. Was ist da schon wieder los? Was war das? Und wo kommt das? Irgendwas ist da auf dem Dach. Wir kommen nicht mehr nach Diamond City. Das wird einfach nichts. Auf und wir gucken eben, was hier oben ist. Eine kleine Lounge. Oh, mal hübsch ist es. Was haben wir da? Wenn ich dich erwische, bist du tot. Mir zu sehen, das müsste auch Messpike-Tunnel sein, also quasi der Highway. Waffenwerkbuch, das ist super. Wir haben ja einige Waffen wieder gesammelt, die können wir kurz entsorgen und besser machen. Wer macht denn hier oben Fallen hin und Waffen? Das macht keinen Sinn. Da ist ein Krater. Das sieht beinahe so aus, als wenn hier eine große Bombe runtergekommen wäre, oder? Da ist nochmal ein Red Rocket. Da ist auch eine Tür durch die Bücher. Oh, eine kleine Tür. Die Maschinenpistole kann es nicht geben. Was ist los? Also ich finde es gar nicht hässlich hier. Können wir denn Laytown Towers können wir rein? Aha. Ich wollte doch nur nach Diamond City, mehr wollte ich doch gar nicht. Ja, wenn es nicht anders geht. Was? Ja,
nicht mehr auf die Nerven. Nö. Wir sind überladen, aber kein Problem. Ich wollte eh nur zu dieser Waffenbank hier vorne. Und dann können wir die Waffe auch noch gleich geben. Was hast du denn dabei? Eine Aufklärung, mächtig Scharfschützengewehr. Oh, cool, nicht schlecht. Was haben wir denn alles, was wir nicht brauchen? Wir haben das, wir haben das. Jetzt siehst du auch mal live, was ich immer mache, wenn ich mal nach Sanctuary gehe. Versuche einfach nur immer die Sachen nicht zu verwerten, die wir selber benutzen. So, das sind ja unsere Waffen. So, das heißt, wir haben jetzt 296 von 380. Jo. So. Wie weit ist Diamond City denn weg? Wir sind auf dem Weg. Da ist der Merspark Osttunnel, der ist aber auch schon abgeschlossen. Und hier ist der Layton Towers. Das liegt ja quasi auf dem Weg. Dann gehen wir hier auch nochmal fix rein. Was soll's, haben wir Zeit. Bin mal gespannt, was wir hier so finden. Bisschen Drogen. Willkommen zu deinem letzten Ordnung. Gehen wir jetzt verstecken. Aber das Arschloch benutzt seinen Stealth-Boy. Das stimmt ja gar nicht. Oh, ich hab dich beim Bügeln gestört. Sorry. Auch in Wallung. Mehr hast du nicht dabei. Und was hast du dabei? Ein Kampfgewehr. Und schon müde. Man sieht doch gar nichts, wenn man so eine Maske auf hat. Wo ist der kleine Wichser hin? Der kleine Wichser ist hier. Und schaut sich hier Stück für Stück um. Also weiter können wir gar nicht gehen. Okay. Kein Open House, ist mehr so ein. Es ist vorgegeben, wo wir lang dürfen. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Das ist auch keine Tür. Wir sind hier wirklich nur durch Zufall. Eigentlich wollten wir hier gar nicht hin. Aber einige Toiletten gibt es hier. Muss man fairerweise mal anerkennen. Dich nicht verstecken! Ist bald alles vorbei! So sieht's aus. Für euch aber auch. Zeig dich! Los! Wenn du dich traust! Ein Bettchen im Aufzug ist okay. Wenn er noch funktioniert, kannst du immer rauf und runter fahren. So, dich in den Schlaf fahren. Ich wollte nur noch Diamond City. Damit das Ganze hier mal wieder ein bisschen mehr Story kriegt. Jetzt sind wir ja doch einige Folgen sehr viel von A nach B. Obwohl, wir haben jetzt einige Begleiter natürlich getroffen. Wenn man sich überlegt, dass natürlich jeder einzelne Begleiter davon seine eigene Story hat und seine eigene Nebenquest hat und wir eine Weile brauchen, um für jeden Begleiter doch um eine Beziehung aufzubauen, dann weißt du, wie viel man in Fallout 4 machen kann noch.
das wär's. Hab's gemacht. Wobei das hier natürlich auf Dauer auch sehr ermüdend ist, ne? Nochmal eine Kiste aufmachen, nochmal eine Kiste aufmachen, siehst du, nochmal eine Kiste aufmachen. Oder wie in anderen Häusern, noch ein Terminal und noch ein Terminal. Das ist der Teil, gib mir ja selber auch so, der ist manchmal ein bisschen viel. Ja. Superkleber, das nehmen wir noch mit. Ölkanne, okay, auch. Was zum Teufel war das? Und dann kommt ja auch noch der Teil dazu, dass man, dass wir die Siedlung ausbauen und dass wir Sentry noch ein bisschen ausbauen. Das kommt ja auch alles noch. So, hier kann man jetzt wieder raufgehen, oder was? Okay, was soll der Scheiß? Wer ist da? Runtergehen macht ja irgendwie keinen Sinn. Da kommen wir her. Ich hab das schon 100 Mal gesehen. Glaubst du, du darfst nicht sehr? Hat sich verpisst, was? Ich witze ja nicht mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. Du machst ja gar nicht mit. Machst du noch was für mich? Das war ein großer Fehler. Nein, das war's nicht. Schädel? Oh, nett, nett. Ich glaube, wir sind nicht allein. Und ein bisschen Crab im Kühlschrank nehmen wir auch mit. Der Mann vom Teufel. Entschuldigung. Ich will auch mal nach dem Baby gucken. Das wäre jetzt der Moment übrigens, wenn wir das skillen würden, dass der vielleicht sagt, okay, gut, ich ergebe mich. Das muss ich dir lassen. Ach, nicht. Hier so? Auch nicht. Noch weiter runter? Nee, so gar nicht. Dann war es hier. Es ist ja meistens irgendwie so dieser Winkel oder auf der anderen Seite gespiegelt. Geschafft! Oh, das Kleid. Neben dem Palettenkleid für Kate wäre das ja vielleicht auch ganz hübsch. Zuckerbomben. Na Nick, was für Aluminiumdose kommt. Du musstest unbedingt den Helden spielen, was? Eigentlich nur den Besucher, also wenn wir ehrlich sind. Was ist hier im Pömpel? Den Pömpel brauchen wir nicht. Spielzeugtruck, da können wir runter, tun wir aber nicht. Oder? Warte mal. Jetzt fahren wir endlich! Tun wir doch nicht. Da kommen sie! Muss ich jetzt hier runtergehen? Ich hab den ganzen Tag Zeit. Ich hätte hier runtergehen müssen. Das war zu einfach. Verdammt. Hab die Spur verloren. So, oh. Ein bisschen übertrieben, was? Ein bisschen Jet, was hast du auch noch dabei? Ich hoffen wir, dass die nicht wiederkommen. Spürst du das? Das nennt man Angst! Wo geht's denn hier raus, Mensch? Eine frische Nuka-Cola und auch mal zwei. Ernsthaft, das hat sich gelohnt, hier reinzugehen. Allein schon wegen diesen zwei Kronkorken und auch wegen den zwei Haarklammern. Noch. Drei Haarklammern.
jeden Fall haben wir diese drei Sachen und wir haben einen Fusionskern. Ja, okay, so. Aber jetzt zurück. Diamond City wartet. Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? Mann, Mann, Mann. Da waren wir nicht der Erste, der hier aufgenommen hat. Sind wir wenigstens ein bisschen weiter gekommen? Naja, geht so. So, jetzt einfach mal Richtung Westen. Wenn das Spiel uns lässt, irgendwie. Schöner Hinterhof, richtig schön. Basketballkorb. Gefällt mir. Viele haben mir immer gesagt, dass natürlich Fallout 3, Fallout New Vegas vor allen Dingen die besseren Fallout-Teile waren. Ach, Fallout 4 hat mir eigentlich immer gefallen und ich habe auch über das Level-Design nie ein schlechtes Wort verloren. Und klar, es gibt vielleicht schönere, bessere Teile, aber von der Story, Fallout 4 hat eine Story. Geh weiter, Plünderer. Vault-Bewohner bitte, kein Plünderer. Wir können uns darauf einigen, bei Fallout 76, da hat man ein bisschen zu viel Wert aufs Level-Design gesetzt und nicht wirklich auf... Was bist du? Leuchtende Red Kakerlake. Du warst eine leuchtende Red Kakerlake. Wir haben das 8. Revier. Wow. Das 8. Revier und das? Nehmen wir das mal. Den wollte ich. Nick, ich bin hier und das 8. Revier haben wir gefunden. Nee, lass es mal kurz an. Und wir haben ja schon von einem gewissen Eddie Winter die gefunden. Die waren bei der Polizei. Normalerweise würde ich jetzt hier erwarten, dass hier auch was ist. So eins wie das da. Eddie Winter Holoband Nummer 8. Nehmen wir mit. Bisschen unpersönlich das Ganze, finde ich, aber gut. Ach, das war schon. Das war schon. Also warte mal, hier ist die Polizei. Hier kommt man rein. Hier ist so ein kleiner Empfangstresen. Dann ist hier so ein... Nicht unbedingt typisch, ne? Beweismittelterminal, das habe ich gesucht. So, Verbindung verloren, ist ja auch egal. Aufzeichnung, Anzettel eines Aufstandes haben wir hier. Julians Aufzeichnung, Anzettel eines Aufstandes, Beweismittel. Ein Foto von Mr. Julians, auf einem ungeschützten Fahrzeug stehend, aufgenommen am Tatort, in der Asservatenkammer des 8. Reviers, Schrank A10. Objekt, ein verunstalteter Sportpullover mit der Aufschrift Wir besiegen New York. Gut. Winters Holoband-Aufzeichnung. Guck mal, Beweismittel Edward Winter 4 in der Asservatenkammer des Polizeireviers Natick. Beweismittel Nummer 7, also Holoband Nummer 7 in der Asservatenkammer des Polizeireviers Südboston. Und Eddie Winter 08, Holoband 08 aus der Asservatenkammer verschwunden. Das hat sich der Typ geschnappt, der da in der Box, wollte ich sagen, in der Zelle war.
So, Hausaufsicht trinken in der Öffentlichkeit. Was haben wir da? Zwei Flaschen Edeltropfen Bourbon. Leer in der Hasenwartenkammer des 8. Reviers. Begleitung von Mr. Howe als Gesundheitsgefährdend eingestuft in den Müll geworfen. Nette Formulierung. Aufzeichnung und Diebstahl, eine Grippe mit Ausweis, Eigentum von Mrs. Gwen Upton, Quincy, zurückgegeben an Mrs. Upton, Brieftasche mit Kreditkarte, Eigentum von Jeffrey Knox, in das erwarten kann man des 8. Reviers, okay, Brieftasche mit Ausweis, Eigentum von Aaron White, 8. Revier, zurückgegeben an Officer White. Und mehr gibt's hier nicht. Wie sieht denn das aus mit den Eddie Winter Holo-Männern? Was haben wir denn da schon gefunden? 5 und 8 haben wir jetzt. Ich weiß, du dachtest, es passiert nicht mehr, aber hier ist Diamond City und auch wenn wir gerade ein bisschen falsch rumlaufen, zumindest haben wir das 8. Revier entdeckt und ein weiteres Holo-Band. Diese Holobänder werden wir weiter suchen und dann auch mal anhören. Wollte nicht stören, Officer. Wenn wir links rumgelaufen wären, wären wir wahrscheinlich sofort zum Haupteingang gekommen, ne? In der Stadt haben wir sauberes Wasser. Was Besseres wirst du im ganzen Commonwealth. So. Geh rein. Und jetzt geht's endlich weiter. In der nächsten Folge gehen wir nach Diamond City und sprechen mit Piper und machen all das, was wir sonst noch so uns vorgenommen haben. Vor, ich weiß nicht, wie viele Folgen. Also, danke fürs Zugucken. Wenn du was in die Kommentare schreiben willst, mach das gern. Lese ich mir sehr gerne durch und gehe ich auch drauf ein. Und wenn dir dieses Let's Play gefällt, dann lass mir doch ein Däumchen da. Und wenn dir die anderen Let's Plays und dieser Kanal gefallen und überhaupt, lass mir doch ein Abo da. Auch darüber freue ich mich sehr. Bis zum nächsten Mal in einer neuen Folge in Diamond City. Tschüss, mach's gut. Dein Evo.